Mein Name ist Nadja Räs. Ich komme von Einsiedeln und mein Beruf ist Jodlerin. Und das war schon mein Wunsch seit klein. Und ich bin glücklich, dass ich das als Beruf ausleben darf. Aber ich leite auch noch eine Kulturinstitution, nämlich Klangwelt Toggenburg. Also, meine Familie hat mir immer gesagt, ich hätte schon gesungen, bevor ich überhaupt geredet habe. Und ich habe mit 6 an allen erzählt, ich werde Jodlerin. Ich hatte dann meine erste Jodelstunde mit so 7. Ich bin immer in die Jodelstunde. Und nach der Matura habe ich dann in Zürich klassischen Gesang studiert. Aber immer mit der Idee im Hinterkopf, dass ich Jodlerin werden will. Also Instrumente habe ich verschiedene gelernt. Ich habe parallel zum Jodeln habe ich mit Schweizer Örgeli Unterricht angefangen und habe das eigentlich die ganze Kindheit durch immer gespielt. Und dann natürlich während dem Studium ist natürlich das Klavier dazu gekommen. Und das war ganz, ganz wichtig gewesen, halt einfach auch für das Verständnis der Harmonielehre. Und während dem Studium die grösste Herausforderung war natürlich, die beiden Instrumente Jodelstimme und klassische Stimme unter einen Hut zu bringen, zu verstehen, wie meine Stimme funktioniert, wenn ich jodle, und aber auch zu verstehen, wie ich mit meiner Stimme umgehen soll, wenn ich klassisch singe. Und das war eine ganz spannende Auseinandersetzung. Und ich bin froh, dass ich eine Lehrerin hatte, die mir immer wieder den Spiegel vorne hatte, weil es ist auch ganz oft darum gegangen, ganz fein zu hören, was mit der Stimme passiert und so eigentlich zu differenzieren mit der Stimme. Beim Jodeln ist es sehr speziell, dass man natürlich mit den verschiedenen Registern der Stimme arbeitet. Mit der Bruststimme, das ist die tiefere Stimme. Und mit der Kopfstimme. Und dann wechselt man zwischen den beiden Registern hin und her. Das ist das Grundprinzip des Jodeln. Und das funktioniert ohne Text, also nur auf Silben. Und es gibt natürlich verschiedene Richtungen vom Jodeln. Also es gibt eben das Folkloristische, Unterhaltende, wo es dann auch sehr schnell gesungen wird. Es gibt aber eben auch das überlieferte Jodeln, das traditionelle Jodeln in Form von Naturjodeln, wo auch ohne Text ist. Und der Naturjodel, das ist das, was mich sehr fasziniert. Das funktioniert wie ein Dialekt und es tönt im Muttital anders wieder im Appenzell. Und das ist eine ganz spannende Form von Jodeln. Es wird aber auch mit Text gejodelt. Wir kennen sogenannte Jodellieder, wo dann einfach jeweils der Refrain auf Silben gejodelt wird. Also das Jodeln hier in der Schweiz ist so, dass das oftmals auf der Silbe Jololo, Jolo-O oder Julu-U gesungen wird und dass das so etwas schweizerisch ist. Was für das Jodeln hier auch typisch ist, ist der Registerwechsel. In Österreich zum Beispiel braucht man sehr viel auch den Vokal E oder Tidleiri, Ele oder so Sachen. Wichtig ist aber einfach, dass die Art von Singen, so wie wir es mit der Stimme betreiben, hier in der Schweiz, dass wir dem zwar Jodeln sagen, aber dass Technik überall auf der Welt stattfindet. Also nicht nur in Österreich oder Deutschland, dass auch in Finnland gejoikt wird, in Afrika bei den Pygmäen wird auch auf eine Art gesungen, die sehr, sehr ähnlich ist am Muttataler Jutz. Also es sind einfach mögliche Arten ohne Text zum Singen, indem man die verschiedenen Stimmregister braucht. Und in der Schweiz ist das sehr prägt natürlich auch von den Melodien, die man dann singt. Das ist meistens in Dur. Es sind sehr viele Akkordbrechungen. Wir haben sehr viele Intervalle, wie zum Beispiel Sechsten, die kommen sehr, sehr viel vor. Das ist so typisch für die Schweiz. Es ist sehr gehörfällig, es ist harmonisch, im traditionellen Weg gar nicht so kompliziert. Das macht es aus. Aber die Stimmtechnik,
die kennen wir nicht nur in der Schweiz. Das haben wir da nicht gepachtet. Also, das Spannende am Ganzen ist, also ich werde immer wieder gefragt für Workshops, eben für Firmen, ganz viele Leute wollen einen Anfängerkurs machen oder die andere Leidenschaft ist natürlich auch mit Kind zu arbeiten, damit es auch in Zukunft weitergeht. Und aus dem Grund habe ich die Jodelakademie gegründet, um das Ganze einfach organisatorisch auch ein bisschen, ja, auf gute Bahnen zu lenken. Das ist so ein bisschen neben dem Unterrichten, neben dem Singen, ist es halt auch einfach eine grosse Leidenschaft von mir, das auch auf geschäftlicher Ebene professionell zu machen. Und das Spannende ist natürlich, an möglichst vielen Menschen den Zugang zum Singen, zum Jodeln zu geben, weil ich sehe immer nur leuchtende Augen, glückliche Menschen, wenn sie es mal ausprobiert haben, weil Singen macht einfach glücklich. Ja, also ich hatte natürlich wahnsinnig Freude gehabt, und als mir Martin angerufen hat, oder? musste ich zuerst abhocken, weil ich irgendwie das gar nicht glauben konnte. Und ja, ich mache schweizerische Musik. Also es ist so, neben dem Käse, Schocke und Bergen ist natürlich Jodeln etwas, das man sehr stark mit der Schweiz in Verbindung bringt. Und ich pflege das sehr Schweizerische mit Tracht und mit dem traditionellen Repertoire. Aber für mich war es immer auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht in einem Korsett eingezwängt wird, sondern es war für mich immer wichtig, auch auszuprobieren, was ist denn noch möglich, halt mit der Stimme, was ist musikalisch möglich, eben auch andere Harmonien singen. Und so ist für mich das Jodeln zu einer Sprache geworden. Und mittlerweile jodle ich nicht nur mit Schweizer, sondern habe immer mal wieder auch Projekte mit Sängerinnen oder Sängern aus dem Ausland, wo ich zwar jodle, aber zum Teil ihre Melodien und wo wir über die Musik eigentlich uns verständigen. Ja, es war natürlich so, am Anfang bin ich vielleicht da und dort auch ein bisschen angeeckt. Also gerade zum Beispiel innerhalb des Jodlerverbands war es vielleicht so, ja, das ist jetzt eine Junge, die macht jetzt irgendetwas Schräges, die will provozieren. Man hat dann vielleicht so ein bisschen auch Vorurteile gehabt. Aber für mich war es immer ganz wichtig, dass ich beides parallel machen kann. Also sowohl das Traditionelle wie auch das Moderne. Und das hat einfach auch ein bisschen Zeit gebraucht, weil immer dann, wenn man mit etwas Neuem anfängt, dann tut man natürlich die Meinungen spalten. Und dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, um auch zu zeigen, ja, mir ist beides gleich wichtig. Für mich war das von Anfang an immer klar gewesen, aber das war etwas, was natürlich erst mit der Zeit dann auch für von außen auch so wahrgenommen worden ist. Und natürlich hat es dann auch Diskussionen gegeben. Das war immer spannend gewesen. Ich habe die Diskussionen nie gescheucht. Im Gegenteil, ich habe eigentlich auch immer sehr gerne, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, da hast du jetzt wieder etwas total Schräges gemacht und wieso machst du das oder muss das sein? Und dann gibt es ganz spannende Gespräche aus dem raus. Und oftmals auch von sehr, sehr traditionellen Leuten, wo man vielleicht das Gefühl hat, ja, die laufen nur so durch die Gegend, die kommen dann und äußern ihre Meinung. Und dann am Schluss des Gesprächs sagen dann die, ja, stimmt eigentlich, ist cool, was du machst, aber mir gefällt es jetzt nicht so. Und das ist Da gibt es ganz spannende Momente auch. Und ich habe sehr Freude an solchen Begegnungen. Also innerhalb von meinem Job in der Klangwelt Toggenburg darf ich das Programm machen vom Klangfestival Naturstimmen. Und das Festival hat das Konzept, dass es eigentlich über den traditionellen Gesang Verbindungen schafft, Brücken schlägt zwischen den verschiedenen Ländern. Und so treten an dem Festival im gleichen Konzert eigentlich immer drei Länder miteinander auf. Und die Idee dahinter ist, dass man am Schluss von jedem Konzert ein musikalisches Gespräch führt. Das heisst,
Die Sänger, die tauschen Stücke aus, bevor sie überhaupt in die Schweiz kommen. Und dann lernen sie sich über Musik kennen. Und dann, am Schluss von dem Konzert, bringen wir die Stücke zusammen und sie singen miteinander. Und da gibt es immer wunderschöne Begegnungen. Also wenn dann plötzlich ein Toggenburger Jodler eine Melodie aus Taiwan jodelt und die Kinder von Taiwan dann eine Melodie von der Schweiz singen und ja, man versteht sich dann über die Sprachgrenzen hinweg, nur über die Musik. Und da gibt es immer ganz total berührende Momente. Und die Idee ist, dass das nicht nur über die Musik stattfindet, sondern auch über den Intellekt. Also wir haben immer auch Referate, wo die Themen auch vertiefen, wo man auch über den Intellekt Informationen aufnehmen kann zu den einzelnen Gesangsrichtungen, zu den Kulturen. Und man kann es dann auch selber ausprobieren, weil selber hören, das ist das eine, aber dann auch singen und ausprobieren, wie es dann ist, wenn man so ein finnisches Volkslied singt oder wenn man dann eben versucht, einen Joik zu machen oder afrikanisch zu singen. Das gibt nochmal eine andere Verbindung. Und Grenzen gibt es da keine. Es gibt keine Landesgrenzen, es gibt keine Sprachgrenzen. Also im Moment oder einmal für die nächste Zukunft ist ein Projekt, das aus dem Festival heraus entstanden ist, das Trio mit der finnischen Sängerin Outi Pulkkinen und der Mariana Sadowska aus der Ukraine. Also das sind wir jetzt so ein bisschen vorbereitet, dass wir da eine CD produzieren und eine Tournee machen, wo wir dann das, was wir jetzt da in der Schweiz mal lanciert haben, dann eben auch noch in andere Länder raustragen. Das ist ein Herzensprojekt, weil da wirklich Musik Brücken schlägt. Das ist das eine. Dann bin ich mit dem Markus Flückiger auch unterwegs. Da machen wir vor allem Eigenkompositionen, wo wir gegenseitig füreinander komponieren. Aber auch im traditionellen Sinn bin ich immer wieder auch mit den Alderbuben unterwegs. Also richtig mit Tracht und Appenzeller Streichmusik, Hackbrett, Geigen. Ja, so wie es sich gehört als Jodlerin. Und ja, in nächster Zukunft werde ich mehrfach mit Kind unterwegs sein. Und zwar habe ich ein Kinderjodellager, das ich leite, dann ein Lager für Jugendliche, die schon sehr fortgeschritten auch jodeln. Und ja, das sind so Projekte, die mich sehr begleiten. Und regelmässig bin ich auch an einem Chor leiten und einzelne Schüler am Unterrichten. Es wird nie langweilig. Immer am Singen. Also der Ort, wo ich singe, der ist schon sehr wichtig. Also grundsätzlich muss einfach eine gute Stimmung sein. Also wenn irgendwie so eine komische Stimmung ist, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und dann so akustische Elemente oder auch frische Luft und so Sachen sind wichtig. Aber ja, schlussendlich kann man eigentlich überall singen, wo es stimmt. Und ja, in den Bergen zu jodeln ist natürlich besonders schön, weil da hat man ziemlich eine natürliche Akustik. Manchmal ist es halt einfach so, dass dann ein Haufen Leute rum sind, die man vielleicht nicht will. Oder, ja, weiss doch auch nicht. Es kommt ganz darauf an, für was. Jedenfalls ist es spannend, an verschiedenen Orten zu singen.